Hallo, ich bin die Frau, die heute mit euch über Pilzinfektionen spricht. Ja, das ist aber schön. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Video über Scheidenpilz. Ich möchte das kurz wirken lassen. Diese zwei Wörter sind einzeln schon sehr merkwürdig. Wir kennen alle meinen Struggle mit dem Wort Scheide. Ich finde es ein sehr merkwürdiges Wort, genauso wie das Wort Busen. Und wenn aber zu Scheide auch noch das Wort Pilz hinzukommt, dann ergibt es eine ganz merkwürdige Kombination und ein Wort, das man nicht in den Mund nehmen möchte. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum Leute noch weniger gerne über diese Sache reden möchten, weil dieses Wort so eklig ist. Deswegen heißt es bei uns hier auch nur Fungi. Wir sagen hier Fungi-Alarm. Is in the house. Ich habe schon seit vielen Jahren darüber nachgedacht, dieses Thema mal anzusprechen, aber A, ich hatte nie einen Lösungsansatz, den ich jetzt gefunden habe und irgendwie, ich weiß nicht, ich gucke mir gern Inhalte an von Leuten, die irgendwie eine Lösung für was gefunden haben. Also wenn ich glücklich werden will, dann spreche ich ja auch mit einem Menschen, der glücklich ist, oder wenn ich ein Kind kriegen will und einen Rat suche, dann gehe ich ja auch zu einem Menschen, der ein Kind gekriegt hat. Und wenn ich eine Krankheit loswerden möchte oder wie immer man das auch nennen mag, dann möchte ich mich vielleicht mit einem Menschen unterhalten, der da eine Lösung für sich gefunden hat. Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich alleine mit diesem Problem bin. Dann habe ich mich aber mit Freundinnen unterhalten und habe herausgefunden, dass fast jede zweite Person, mit der ich darüber spreche, exakt dieses Problem hat, aber auch dachte, dass sie damit alleine ist und es einfach nirgendwo erzählt hat, weil sie sich dafür geschämt hat und damit ja auch oft etwas Falsches assoziiert wird, etwas Ekliges. Um sicherzugehen, ob dieses Thema wirklich so wichtig zum Ansprechen ist, wie ich gedacht habe, habe ich heute auf Instagram eine Umfrage gemacht und die Antworten waren so viel krasser, als ich sie erwartet habe. Folgende Ergebnisse: Von allen Teilnehmenden haben 49% gesagt, dass sie schon mal eine Pilzinfektion hatten, und von diesen 49% sagen 39%, dass sie es öfter haben. Und mit öfter habe ich gesagt, ich glaube, öfter als 2 bis 3 Mal im Jahr. Dann habe ich noch ein Fragefeld offen gelassen, in dem ich gesagt habe, ihr sollt da reinschreiben, wie oft ihr das habt. Ich sage mal so, die durchschnittliche Frau, die geantwortet hat, hat gesagt 2 bis 4 Mal im Jahr. Aber so jede 9. bis 10. Antwort lag zwischen 6 und 15 Mal im Jahr. Und das ist genau der Grund, warum wir jetzt heute darüber sprechen. So, und los. Zwei Infos vorab, bevor ich dieses Video starte. A, ich bin keine Ärztin. Bedeutet, alle Infos, die ich in diesem Video gebe, sind bloß persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das muss nicht auf euch zutreffen oder auf irgendwen anders. Und das ist kein medizinischer Rat. Das ist einfach etwa ein Rat, den ich mir gewünscht hätte oder den ich einer Freundin geben würde, was sie mal ausprobieren könnte. Zweitens, es ist keine Werbung in diesem Video. Also alle Produkte und medizinischen Produkte, über die ich in diesem Video spreche, sind bloß Dinge, die ich an meinem eigenen Körper getestet und benutzt habe. Ich stehe mit keinem dieser Unternehmen in irgendeiner Art und Weise in Kontakt. Das sind alles Sachen, die ich selbst gekauft habe oder die mir von Freunden empfohlen wurden. Warum mache ich dieses Video? Warum ist mir das ein großes Anliegen? Ich habe Fungi-Probleme gehabt. 15 Jahre meines Lebens. Und zwar in einer Frequenz, die erträglich war, die viele Frauen kennen, wo man sich mal damit auseinandersetzt, bis zum Schluss mit einer Frequenz, die hochchronisch war. Bedeutet, dass ich Pilzinfektionen 2 Mal im Monat hatte. Es sind natürlich immer nur Vermutungen, wie das Ganze losgeht, aber ich bin mir relativ sicher, wie es bei mir losgegangen ist, und zwar so, wie es bei den meisten Menschen losgeht. Es hat mit 14 Jahren bei mir angefangen, dass ich eine chronische Blasenentzündung bekommen habe. Das war jedes Mal ziemlich beschissen, weil es immer auf einem Feiertag oder einem Sonntag war. Bedeutet, ich bin immer direkt ins Krankenhaus gefahren, habe teilweise spezifische Antibiotika bekommen oder Breitbandantibiotikum. Ich bin sehr dankbar, dass ich in diesen Zeiten Antibiotikum zur Verfügung hatte, einfach weil jeder Mensch, der schon mal eine Blasenentzündung hatte, vor allen Dingen eine akute, weiß, wie grausam das ist. Wenn ich jemanden wirklich foltern wollen würde auf dieser Welt, dann würde ich ihm eine Blasenentzündung verschaffen. Was die meisten von euch wahrscheinlich wissen, also die meisten Frauen, die damit Pilzinfektion kennen, ist, dass man von Antibiotikum
relativ schnell eine Pilzinfektion bekommen kann. Das liegt einfach daran, dass Antibiotika natürlich die Bakterien killen sollen, die euren Körper krank machen. Antibiotikum killt allerdings nicht nur die Bakterien, die euren Körper krank machen, sondern alle anderen auch in eurem Darm. Und in eurem Darm sitzt euer Immunsystem, da sind all die kleinen Bakterien, die euch gesund halten, die werden alle platt gemacht und dann können ganz, ganz viele Sachen, die normalerweise keine Chance haben, durchdringen. Und dann hat quasi so ein Kreislauf angefangen. Also es war immer ein abwechselndes Spiel von Blasenentzündung, Pilzinfektion, Blasenentzündung, Fungi, Blasenentzündung, Fungi. Was habe ich damals gemacht, als ich meinen ersten Fungi hatte? Ich bin zum Arzt gegangen und der hat zu mir gesagt, Frau so und so, Sie müssen nicht hier hinkommen, Sie können direkt in die Apotheke gehen und können sich da eine Packung gegen Pilzinfektionen selber holen. Ja, es gibt ein frei verkäufliches Medikament in der Apotheke, das nennt sich Cardefungin. Dank des Wirkstoffes Clotrimazol wird das Ganze dann ausgemerzt. Was ich dann manchmal noch gemacht habe, ist, ich habe mir Milchsäurebakterien dazu geholt. Also das sind einfach Tabletten, die kannst du dir an der Apotheke holen, da unten reinschieben und die sollen dann quasi deine Scheidenflora wieder aufbauen. Und das habe ich dann halt gemacht. Da ich allerdings so oft Probleme damit hatte, hat das irgendwann nicht mehr funktioniert. Dann bin ich zum Arzt gegangen und der hat mir dann ein anderes Medikament mit Clotrimazol gegeben. Ich weiß gar nicht wieso, eigentlich soll man den Wirkstoff dann wechseln. Und von dieser Creme, die ich dann bekommen habe, habe ich dann allerdings einen Ausschlag bekommen. Und was soll ich sagen? She was on fire. Ich bin dann zu einem Arzt gegangen, der mir einen neuen Wirkstoff verschrieben hat. Und das war Nystatin. Und das war die letzten Jahre mein treuer Begleiter. Und der Frauenarzt hat mir dann meistens Fluconazol mit verschrieben. Falls ihr nicht wisst, was Fluconazol ist, habe ich das eben schon erzählt. Fluconazol ist ein Medikament, das nimmt man oral ein und das ist quasi wie ein Antibiotikum nur gegen Pilzinfektionen. Also so wie ein Antibiotikum alle Bakterien in eurem Körper zerstört, zerstört ein Antibiotikum alle Pilze. Ja, vor 9 Jahren habe ich mich dann von meinem Ex-Freund getrennt und bin mit Kevin zusammengekommen und dann waren meine Blasenentzündungen weg. Ich werde ganz oft gefragt, was ist dein Geheimnis, wie bist du deine Blasenentzündung losgeworden von Freundinnen, die dasselbe Problem haben und ich kann immer nur sagen, ich kann es nicht genau sagen, weil ich habe halt in diesem Jahr, wo die sich verabschiedet haben, erstmal einen Partnerwechsel stattgefunden, plus ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe aufgehört Fleisch zu essen, ich habe weniger Milchprodukte gegessen, ich habe die Pille abgesetzt in dem Jahr. Es haben so viele Veränderungen stattgefunden, dass ich leider nicht sagen kann, es hat daran, daran oder daran gelegen oder es war die ganze Kombination, ich kann es nicht sagen. Die Blasenentzündungen waren weg, aber die Pilzinfektionen sind geblieben. Und was soll ich sagen? Es wurde nicht besser. Alles, was ich gerade gesagt habe, sind eigentlich so die typischen Sachen, über die beim Frauenarzt gesprochen wird. Und dann gibt es natürlich die typischen Tipps, die einem noch so genannt werden. Die werde ich gleich auch noch nennen. Und dann wirst du damit halt nach Hause geschickt. Ja, ich habe das dann alles irgendwie so akzeptiert. Aber irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich das einfach nicht mehr akzeptieren wollte, weil es wirklich mein Leben eingeschränkt hat. Bedeutet, dass ich mir ständig Sorgen gemacht hatte. Wenn ich auf Reisen gegangen bin, hatte ich irgendwie Angst, dass es passiert, dass es so schlimm wird und dass meine Creme nicht hilft und dass ich dann im Ausland bin und dass ich dann irgendwie keinen Arzt finde, der mir dieses Medikament verschreibt oder Sexualität ist auch ein riesengroßes Thema. Ich habe ganz oft im Internet gelesen, dass ganz viele Frauen Angst haben, Sex zu haben, weil durch diese Reibung einfach wieder etwas entstehen kann. Ich habe eine Freundin, die Angst hat, immer ins Freibad zu gehen, weil viele Leute halt, ne, Chlorwasser, pH-Wert, nasse Sachen. Weil man muss erst mal überlegen, was sind überhaupt die Gründe dafür, dass man einen Fungi kriegt. Ne? Also das kann ganz verschiedene Auslöser haben, die natürlich alle zusammenhängen. Also Antibiotikum, damit zusammenhängt Darm. Was verändert noch alles? Die Darmaktivität, die Gesundheit, den pH-Wert, Stress, schlechte Ernährung, Klamotten, was für Fasern lasst ihr an eurer Haut? Was mögen Pilze sehr gerne? Warm und feucht. Sehr gute Voraussetzungen da unten, besonders je nachdem, was man trägt, in welche Jahreszeit ist, was für Aktivitäten macht man, was lässt man da an seine Momo überhaupt ran und so weiter und so fort. Und im Idealfall habt ihr eine so starke Flora, dass die das ab kann. Also, dass die in der Lage ist, einfach diese Sachen abzuwehren und stabil zu bleiben. Aber besonders bei Frauen, die in ihrem Leben Antibiotikum genommen haben, wird es ein bisschen
schwierig und ja, die Gegebenheiten sind einfach so nicht mehr da. Ganz viele Frauen haben auch in der Schwangerschaft zum Beispiel Probleme damit. Hormone beeinflussen auch den pH-Wert im Körper. So war das zum Beispiel bei mir. Ich habe es 2-mal im Monat bekommen. Warum? Weil ich nehme ja die Pille nicht. Dementsprechend habe ich ja einen natürlichen Zyklus. Bedeutet, dass mein Östrogen, Testosteron und Progesteron sich natürlich verändern im Laufe des Monats. Und besonders an den Zeiten, wo das Östrogen halt sinkt, also ich glaube, es ist am niedrigsten, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, kurz vorm Eisprung und kurz vor den Tagen. Oh, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Ja, zu den Zeitpunkten ging es halt los. Das war quasi dann der Punkt, wo der pH-Wert so im Körper war, dass der Fungi angreifen konnte. Meine Vagina und piu, 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 piu. Ja, ich habe dann noch verschiedene Experimente gemacht, die teilweise sehr gut funktioniert haben. Zeitweise. Beispielsweise habe ich mir als Alternative mal Majorana Vaginalgel gekauft. Kann ich euch nur empfehlen, das vielleicht mal auszuprobieren. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, es ist keine Creme, die das komplett wegkriegt, aber es lässt es da unten so ein bisschen chillen. Dann gibt es verschiedene Lebensmittel, die antimiotisch sind, also beispielsweise Knoblauch oder Bärlauch. Und ein sehr großer Tipp ist, Zucker weglassen. Also wenn ein Pilz den optimalen Nährboden braucht, dann ist es eine Vagina in einem Körper, der Antibiotikum bekommen hat und danach sehr viel Zucker isst. Vielleicht gehört ihr zu den Leuten, die ein Problem mit einer chronischen Pilzinfektion haben und nicht sagen, oh, das finde ich aber schön und das unterstützt meine Natürlichkeit und ich fühle mich sehr weiblich damit, sondern die sagen, das finde ich eigentlich ziemlich beschissen und ich hätte gerne gar keine Pilzinfektion mehr. Dann habe ich jetzt einfach mal so ein paar Tipps zusammengetragen, die wirklich dabei helfen können, die Situation zu verbessern. Tipp Nummer 1. Keine Tampons, keine Slip-Einlagen, keine Binden. Das stört das Milieu und deswegen lasst das sein, wenn ihr Probleme damit habt. Kauft euch eine Menstruationstasse, kauft euch Baumwollbinden und wechselt die regelmäßig. Kauft keine Produkte, bei denen ihr schwitzt oder die austrocknen. Was in akuten Phasen immer sehr gut übrigens hilft, ist keine Unterwäsche tragen. Ja, also let it be free. Zieht euch einen Rock an, zieht euch eine weite Hose an. So wie Tom Kaulitz schon sagte. Mein Pilz braucht Luft. Wo wir schon bei Unterwäsche sind, schmeißt eure Synthetik-Schlüpfer in den Müll. Alles, was das Schwitzen begünstigt, ist scheiße. Ist auch nicht gut. Was ist? Ihr seid unterwegs und dann auf einmal swiped irgendwer bei Tinder bei euch nach rechts. Ist es rechts? Rechts ist ja und links ist nein? Ich habe keine Ahnung. Aber dann müsst ihr spontan dahin und dann habt ihr den ganzen Tag einen Synthetik-Schlüpper getragen. Und dann wollt ihr aber eine erwachsene Pyjama-Party machen. Und deswegen sind Baumwollschlüpfer viel besser. Und nicht nur deswegen, sondern auch einfach, weil es gesünder ist für eure Flora. Die gibt's auch in schön. Baumwollschlüpfer klingt immer so blöd. Es gibt alles in Baumwolle. Und im Optimalfall habt ihr Unterwäsche, die ihr kocht, ja. Also ich habe in der kompletten Zeit, wo ich dieses Problem hatte, meine komplette Unterwäsche mindestens auf 60 Grad ausgekocht. Das hat mich nicht geheilt, aber ich habe mich zumindest sicherer gefühlt, wenn ich meine Unterwäsche angezogen habe. Ja, der nächste Tipp ist etwas, was mir immer sehr unangenehm war, es Freunden als Tipp zu geben. Und zwar, lasst das Duschgel da unten weg. Wenn ihr euch damit sicherer fühlt, kauft euch eine Intimwaschlotion. Bitte recherchiert da genau. Ich habe nämlich schon Intimwaschlotionen gesehen, wo der falsche pH-Wert drauf stand. Also der pH-Wert im Intimbereich ist ja auch nochmal anders als der auf der Haut. Und schaut da irgendwie genau nach. Da gibt es auch spezielle Sachen, irgendwelche Intimwaschlotionen mit Milchsäurebakterien und irgendwie so ein Mumpitz. Da könnt ihr mal gucken und euch ausprobieren. Ihr könnt es auch ganz weglassen. Die meisten mögen überrascht sein, aber wenn ihr eure Genitalien mit der Hand richtig mit Wasser sauber macht, dann sind sie danach komplett geruchsneutral und sauber. Wenn ihr im Freibad seid, nehmt euch einen zweiten Bikini mit. Eine sehr günstige Situation für Fungi sind nasse Bikinihosen. Das bedeutet, habt keine Angst vorm Schwimmen, aber wenn ihr aus dem Wasser kommt, legt euch nicht hin und lasst das Ganze da unten im Nassen rumfüddeln, sondern geht in die Umkleide, macht euch ein Handtuch um und zieht euch eine trockene Bikinihose an. Lasst den nassen
Synthetikstoff nicht da dran. Das ist wirklich sehr, sehr ungünstig. Traut euch, Sex zu haben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Frauen, ich habe im Internet schon gelesen, dass Frauen panische Angst vor Sex haben, dass ihre Beziehung schlechter wird, weil sie Angst vor dieser Reibung haben. Tut es nicht. Tut etwas dagegen. Versucht, das Ganze zu verbessern. Versucht, das Ganze auszuheilen. Versucht verschiedene Sachen, aber verhindert einfach, dass ihr keinen Sex mehr zum Beispiel mit eurem Partner habt, nur aus dem Grund, dass bla. Benutzt Kondome, lebet frei, aber schränkt euch nicht ein, nicht, dass ihr am Ende noch irgendwie eine Angststörung oder irgendeine Störung in Bezug auf Sex bekommt, weil ihr ständig Angst vor Blasenentzündung, vor, wenn ihr übrigens oft Blasenentzündung habt, geht bitte sofort nach dem Sex pinkeln. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner. Also dann, ja. Versteht ihr? Und last but not least, versucht Antibiotikum zu vermeiden. Also ich erinnere mich damals, ich weiß nicht, wie das heutzutage gehandhabt wird, aber als ich in der Schule war, haben teilweise Freundinnen von mir für jeden Dreck Antibiotikum verschrieben bekommen. Die sind zum Arzt gegangen und hatten Husten, sofort Antibiotikum. Die sind zum Arzt gegangen, hatten eine Erkältung, sofort ein Antibiotikum. Macht es auf gar keinen Fall. Mir ist bewusst, dass es Krankheiten gibt, bei denen ein Antibiotikum wirklich sehr hilfreich ist. Ich hätte damals meine blutige Blasenentzündung niemals ohne Antibiotikum überstanden. Und Lungenentzündungen und was es da nicht alles gibt, wo man einfach besser vorsichtig ist. Und dann muss man hinterher halt seine Darmgesundheit wieder aufbauen. Aber wenn es nicht nötig ist, versucht es irgendwie anders zu machen. Bringt euch nicht in Gefahr, ihr sollt jetzt nicht an einer Infektion sterben oder so, aber versucht euch anders gesund zu halten. Oder Krankheiten alternativ zu behandeln, die nicht total akut sind. Und letzter Tipp, bevor ich zu dem komme, was mir geholfen hat, esst weniger Zucker. Das ist einfach in Bezug auf die allgemeine Gesundheit sehr gut und besonders in Bezug auf Pilzprobleme. Eure Fungi-Probleme werden kleiner werden, wenn ihr weniger Zucker esst. Das waren jetzt die Tipps für die Anfänger. Kommen wir doch jetzt zu den Tipps für die fortgeschrittenen Fungiisten. Es gibt eine Sache, die ich einfach einmal ansprechen möchte, die mich sehr, sehr wütend in der gesamten Zeit gemacht hat. Viele Frauenärzte haben zu mir gesagt, dass es ein Mythos ist und nicht bewiesen ist, dass die Darmgesundheit mit der Momo in Zusammenhang steht. Das ist völliger Quatsch. Das geht jetzt einfach mal an alle Frauenärzte, und zwar 4 von 5, die das zu mir gesagt haben. Ich war in einer Pilzklinik. Einer Klinik, einer Praxis, die spezialisiert ist auf Pilzinfektionen im menschlichen Körper. Und ratet mal, was ich da als erstes abgeben musste. Eine Stuhlprobe. Denn wenn man einen chronischen Pilzbefall hat, was meistens ein Candida albicans ist, dann findet man das meistens als erstes im Darm. Dann hat man nämlich eine Besiedelung im Körper und das bedeutet, und so kommen wir jetzt mal auch zu dieser chronischen Geschichte, man hat Sporen im Körper, die einfach nicht unbedingt schon ausgebrochen sein muss. Das bedeutet, wenn gerade eine Fungiwelle da ist, dann sind ein paar Sporen aufgebrochen und die machen gerade Beschwerden. Und wenn ihr dann zum Beispiel einmalig ein Medikament oral einnehmt und Creme drauf schmiert, dann werden all die, ja, die Pilze besiegt, die gerade Unruhe stiften. Aber die Sporen, die noch ineinander geschlossen sind und in einem Körper unterwegs sind, die werden dadurch nicht zerstört. Bedeutet, es gibt Möglichkeiten. Ich kann euch den Kontakt unten reinsetzen. Das ist eine private Klinik für Pilzinfektionen, für Leute, die wirklich dauerhaft Probleme damit haben und einen chronischen Befall haben. Aber ich wollte nur sagen, es ist privat, man muss Geld dafür zahlen. Ich habe für den Schmarrn hier, für die Erstuntersuchung und all den Scheiß 140 Euro bezahlt. Aber es war nicht nötig, weil ich mir vorher selbst helfen konnte. Das war mein Plan, aber ich brauchte ihn nicht, weil ich vorher etwas gefunden habe, was mir geholfen hat. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich dieses Video überhaupt gemacht habe, nachdem ich so lange geredet habe. Und zwar bin ich bei einer Heilpraktikerin gewesen, die mir einen Tipp gegeben hat. Und zwar ein Medikament, was frei verkäuflich es in jeder Apotheke gibt. Und zwar ist es ein Medikament, das nennt sich Omnibiotik. Und ich habe mir davon die Packung Omnibiotik Flora Plus für das Scheidenmilieu gekauft. Das bedeutet, dass da bestimmte Bakterien drin sind, die Flora in eurer Vagina stärken. Dazu habe ich noch Präbiotika genommen, also ich habe mir noch eine Packung Inulin dazu bestellt. Präbiotika sind Bakterien, oh Gott, ich hoffe, ich sage das alles richtig, die dafür sorgen, dass Darmbakterien sich in eurem Darm vermehren können und sich ansiedeln. Bedeutet, ich habe einfach, ich glaube, einen Monat lang, kann man auch länger nehmen, Omnibiotik Flora Plus Inulin genommen. Jeden Morgen, bevor ich gefrühstückt habe.
Und seitdem bin ich gesund. Deswegen kann ich euch leider nicht sagen, wie das mit dieser Klinik vorangegangen ist, aber ich bin auch sehr froh, weil anstatt 6 Monate Medikamente zu bekommen, um das Ganze langfristig loszuwerden, habe ich halt etwas wesentlich Natürlicheres zu mir genommen, um das Ganze loszuwerden. Ihr wisst sehr viel über mich jetzt. Wow! Ihr seid herzlich willkommen eingeladen in die intimsten Geheimnisse meines Lebens. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit vielleicht ein bisschen helfen konnte. Ich wollte einfach nur einmal sagen, es gibt Orte und Menschen, die euch nicht immer wieder wegschicken. Ich bin 14 Jahre lang. Alle 3 Monate habe ich beim Frauenarzt gestanden. Niemand hat mir gesagt, ich habe sogar Impfungen bekommen. Manche verdrehen sogar die Augen, weil die denken, wieso kommt jemand mit so einer fucking Pilzinfektion hier hin? Das ist doch kein Grund, um zum Arzt zu gehen. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die darunter leiden. Und deswegen wollte ich es öffentlich einmal ansprechen und einfach sagen, es gibt Präparate, es gibt Möglichkeiten, es gibt Ernährungsumstellungen, es gibt 1000 Dinge, die Einfluss darauf nehmen, womit ihr euch selber helfen könnt. Also geht nicht einfach zum Arzt und akzeptiert, dass der Arzt zu euch sagt, ihr seid halt einfach jemand, der empfindlich ist. Das wurde mir auch immer gesagt. Ich habe immer wieder neue Sachen, immer wieder dasselbe bekommen. Immer wieder wurde mir dasselbe gesagt und am Ende musste ich mir halt selbst helfen und es hat funktioniert. Schreibt mir eure Gedanken, Tipps, was auch immer unten in die Kommentare. Tauscht euch aus. Ich brauche ja keine Tipps mehr, aber verbindet euch, Vaginas. Ich verlinke hier noch Videos, abonniert meinen Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch, macht die Dinge, die man auf YouTube tut. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ciao, Kakao.